Willkommen zurück bei Let's Zusammenspielen Lavish Simulator 2013. Ich gerade gucken, ob ich noch richtig bin. Genau, hier kommen wir jetzt. Ah, das ist auch schön, wenn du aus dem Dorf rausfährst hier. Da müsst rechts von dir ist der Bauer Helmut. Da geht so eine Brücke über der Straße her, die überdacht ist, so eine Holzdachbrücke. Das ist ja alles cool. Also das ist eine super Map. Das ist super, finde ich das hier. Also, alle Daumen, die ich habe, gebe ich hier hoch. So, wo kommen wir jetzt wieder nach Hause hier? Muss ich hier gerade ausfahren? Ja, der steht ja auch hoch für Blöde, ne? Ich bin ja mal gespannt, ob der Six da oben fleißig war und schon hier da weiter abgeladen hat und Co. Wo kommen wir hier hin? Abgeladen habe ich noch nicht. Was ist das denn hier? Mirtelhof? Da muss ich vor lauter Schreck erstmal einen Schluck trinken hier. Ja, der Mirtelhof ist unser Hof. Da wäre ich ja schon vorbeigefahren dann. Ja. Bin ich ja auch. Mal schnell hier. Auch hier, guck mal. Wenn man hier die Landwege fährt, da haben wir die richtigen Reifenspuren von den. Ach. Das finde ich das Schöne an der Modding-Community. Wie viel Mühe die sich teilweise mehr geben als die ganz normalen Entwickler. Und die kriegen Geld dafür und die Modding-Typen nicht. So, wir bringen mal die Maschinen ans Feld. Ich könnte ja eigentlich dann eben den Kipper mitnehmen, weil das hier der schnellste Trecker ist. Neben abladen. Ja, wir haben dann jetzt auf 70% voll in Kippe. Ich glaube auch nicht, dass das hier der günstigste Weg ist zum Hochfahren, aber er ist schön. Deswegen fahre ich den. Mit dem Mähdrescher war ich ja im ersten Teil lange genug unterwegs. Ich muss auch ein bisschen darauf achten, ich habe meine Festplatten voll hier mit Fraps. Ich muss mal wieder über Nacht mal wieder Videos rendern. Ich habe so viel aufgenommen. Unter anderem habe ich neu... Kommt bald oder kam wahrscheinlich schon. Der Fracht-Tycoon. Das ist ein relativ altes Spiel aus Russland, wo ihr LKW-Management macht. Und Six, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, der Planer. Ich habe es ausgegraben, ich habe es ans Laufen gekriegt und ich werde es spielen. Ach, ist das ein tolles Spiel. Kann ich mich daran erinnern, habe ich aber leider nie gespielt. Ja, guck, dann kannst du dir mal angucken, was du verpasst hast. So, hier machen wir einmal Maschinentausch. Ich fahre mal eben den Gruber hier mitten aufs Feld. So. Dann übernehme ich den Hänger vom Six, der hoffentlich gleich voll ist. Ja, 88%, also eine Reihe. Super! Sogar auf zwei Rädern. Ja, ich habe so viele Sachen aufgenommen. Wenn ihr euch fragt, was ich da für ein Equipment habe, könnt ihr mal in die Show 100 reingucken, glaube ich, war es. Oder 50? Oder 100? Das Video heißt ja auf jeden Fall Garderoles Studio Tour. Und zum Beispiel für Fraps habe ich jetzt mittlerweile 4 Terabyte an Festplatten hier drin. Weil es einfach sich sonst nicht ausgeht. Weil ich komme mit dem Rendern teilweise nicht nach. Render auch Sachen vor. Wir haben mal 577 Videos, glaube ich, habe ich mittlerweile im Kanal. Und ja, das macht schon was aus. So, wir gucken mal, wo wir den Raps verkaufen. Eigentlich sollte ich ja gleich düngen, oder? Mit... Ja, ja, beides gleichzeitig, ne? So wie ich das im Dings-Video gezeigt habe. Wir haben geladen Raps und den wollen wir zur Ölmühle bringen. Tät ich mal sagen. Das hast du den auch eben hingebracht, oder? Ja. Also Ölmühle. Ja, Ölmühle zahlt am besten Preis. Ah, guck mal, in dieser Ansicht, liebe Leute, jetzt habe ich es auch mal rausgefunden. In dieser Ansicht seht ihr auch den anderen Spieler, wie er da rumfährt. Gerade fährt er immer nur im Kreis, was auch immer. Nein, ich werde noch den alten Gruppe zu Geld machen. Ah, das ist dass gut. Ich auch ein bisschen Geld habe. Ich habe auch fast nichts mehr. Ich habe ja den neuen Gruppe gekauft. So. Dann fahren wir noch eine Bahn mit. Übrigens, Curseplay funktioniert im Multiplayer hier nicht.
Und andere Mods, die ich jetzt installiert habe, kann ich mir zeigen hier. Die gehen auch nicht, ne? Aber ich könnte sie aktivieren. Also wenn wir die gleichen Mods haben, dann hatte ich im Auswahlmenü auf jeden Fall diese platzierbaren Objekte und so weiter. Also es würde gehen. Okay. Ich habe nämlich einen coolen Mähdrescher gefunden, und zwar einen Klaas Lexion 770. Einmal amerikanische Version, einmal deutsche Version. Kostet 400.000 und hat 12 Meter Schnittwerk. Ist also relativ realistisch, weil den gibt's wirklich. Ich mag ja nicht diese Mods, die dann irgendwie 25 Meter Schnittwerksbreite haben. Aber den könntest du dir mal runterladen. Lexion 770. Ja, das werde ich mal machen. Amerikanische Version, da können wir den dann mal aktivieren. Das ist ja nur vorher speichern. Aber erstmal machen wir das hier zu Ende, würde ich sagen. Ich muss gleich mal immer, wie gesagt, auf meinen Festplattenplatz gucken. Ich habe normalerweise immer so links auf dem linken Monitor eine Anzeige, aber da habe ich gerade was anderes. So, wir sind voll. Na, komm. Ich hatte ja die Gelegenheit, die Firma Klaas in Hasewinkel mal zu besuchen und zu besichtigen. Das ist richtig cool, ne? Also eine richtig riesen Bude. Sehr, sehr beeindruckend. Ich habe den ganzen Tag drin rumgelaufen, so wie sich das Ding. Da fährt ja sogar ein Zug über die Brücke. Echt? Jo. So, wir müssen mal gucken, dass wir hier irgendwo auf irgendeine Straße kommen. Fahren wir einfach hier jetzt lang. Dann auf zur Ölmühle. Wir haben abends mal wieder ein bisschen Geld überweisen. Ja, ich verkaufe gerade den Gruppert, den alten. Und dann können wir was kaufen? Ja, ein Trecker fehlt uns noch. Ja. Aber wir sollten darauf achten, dass es ein schneller Trecker ist, ey. Ich habe keinen Nerv da, wir sind langsam. Ja, also mindestens den, wo du hast. Ja. Ah, der ist auch schon nicht billig. Ist ein kleiner. Ja. Der kostet 133. Na, da kommen wir nicht mehr raus. Wir haben ja gerade den Gruber gekauft. Guck mal, hier auch die so kleine Wiesen und überall diese Liebe zum Detail, das mag ich ja, ne? Also die Map, die muss jetzt nicht weiß Gott wie groß sein, obwohl die schon riesig ist, ne? Muss man auch mal sagen. Aber wenn da so viel Liebe zum Detail drin ist, das galt mich richtig, also Ölmühle hier lang. Man kann übrigens in dem Spiel auch blinken. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Oh, das war die falsche Taste. Nämlich mit der hier. Na, geht nicht? Welche ist der? Ja, auf dem Numpad war das irgendwas. Aber es geht gerade nicht. Vorführeffekt. So, also auf zur Ölmühle. Hier ist Reifeisen. Also am Numpad, die Nummer 6, ist nur das Arbeitslicht hinten. Naja, irgendwas war es. Irgendwas war es. Ich fahre wahrscheinlich schon wieder falsch hier. Hier ist aber auch nichts beschildert. Ja. Dann setzen wir mal professionell zurück. Ihr kennt das ja, das kann ich perfekt. So. Und dann fahren wir mal hier wieder. Noch ein wenig nach rechts, ja. Geradeaus. Und linke Seite muss sein. Ach, da ist er doch schon. Ich bin dran vorbeigebrettert, ich Idiot. Das ist, wenn man was erklären will und dann nicht aufpasst. So, dann laden wir mal ab. Oh, hört mal, die macht Geräusche. Hört ihr das? Thank you.
So, dann überweisen wir mal dem Six ein bisschen Geld. Der soll ja nicht leben wie ein Süddeutscher. So. Also, ich bin immer wieder, ich aufs Neue begeistert von dieser Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier geht's auch wieder um so einen kleinen, guck mal hier, dieser kleine Wald mit diesem kleinen Dümpelfluss hier. Also, das ist toll. Wirklich toll. So, wir machen uns wieder auf zum Hof hier. Achtung, Kühe. Kühe queren die, Dings, richtig? Das sind unsere. Und ja, warst du schon mal im Kuhstall drin? Nee, war ich noch nicht. Haben wir einen? Wir haben einen, der ist sogar befüllt. Ja, kann ich aber jetzt nicht. Ich glaube, ich muss den Mähdrescher wieder abtanken da oben. Machen wir gleich mal. Aber wir haben ja noch einen extra Kuhstall. Ah nee, hier oben ist auch noch was. Hier, wenn wir hier links hochfahren, ist das doch, oder? Mal gucken. Ja, da haben wir auch noch was. Hier ist nämlich die Kuhweide hier oben. Aha. Fahren wir mal hin. Da sieht ja fast auf dem Weg. Ach, guck mal hier, siehste. Mit zwei Fahrsilo. Ein großer Miste. Der Kuhstall. Da kann man sogar reinfahren jetzt. Mit Stroh abladen und so. Das finde ich gut. Maschinenhallen. Da haben wir sogar Siloballen schon. Ne, was sind das hier? Wassertanks? Keine Ahnung. Ich steig mal aus. Gucken wir uns mal an. Oh, das ruckelt so ein bisschen hier. Gucken, ob die eine Funktion haben. Ne, die haben keine Funktion. Okay. Und der Six hat das Tempo hochgestellt. Erwischt. Ich hab nichts gemacht. So. Schnell hier abladen. Der dürfte wieder voll sein. Also im Multiplayer wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn wir uns zwei Mods installieren. Einmal diese Mähdrescher-Mod, damit wir die mal zeigen können. Und zum anderen die Fahrzeuge-Mod, wo man sehen kann, wie der Füllstand ist. Das ist mir heute von irgendwem empfohlen worden. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Das sollen wir mal eben gucken. Das machen wir mal eben dann. Machen wir mal gleich kurz Pause. Weil wir müssen ja, wie ihr wisst, um Mods zu installieren, das Spiel neu starten. Und dann können wir euch im nächsten Teil sagen, welche Mods das sind. Wenn das Six die aktivieren kann, dann ist es ja gut. Hier was mit All My... Nee, wie war denn das? Ah, muss ich gleich gucken. Was ja wieder mal beweist, dass ich die ganzen Kommentare, die ihr schreibt, auch lese, ne? Befolgt die zwar nicht immer, aber lesen tue ich sie. Es sind mittlerweile auch über 100 am Tag. Ich lese sie trotzdem. Wie ist denn dein Kontostand? 20.000. Ja, ich habe 63. Das reicht also noch nicht. Wobei ich schwer dafür wäre. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, dass wir zunächst einmal diese Mod mit der Erntemaschine, also den großen Mähdrescher nehmen. Je schneller der Mähdrescher mähdrescht, desto schneller bauen wir auch normal da wieder Geld auf. Wenn wir uns den aber nur nicht leisten können, müssen wir natürlich ein bisschen für sparen, ne? Für 400.000. Ja. Den hier verkaufen, was bringt der, wenn wir den in die Stadt fahren? Ich kann gar nicht gucken, ich fahre hier neben dem Ding her. Also, der bringt 100.000. Mhm. Plus sollte. Plus 20%. Ja. Und das Mähwerk bringt auch nochmal 16.000. Also, müssen wir noch ein bisschen sparen. Ja, okay. Also, liebe Leute, wie wir uns dann entscheiden, was wir weitermachen, das seht ihr im nächsten Teil. Dieser ist leider schon wieder zu Ende. Wenn ihr weitere tolle Sendungen von mir oder von Landwirt Simulator sehen wollt, findet ihr unseren Channel und in unserem Sendeplan events.mmoinfos.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir freuen uns über Kommentare und über Daumen freuen wir uns noch mehr. Mein Name ist Garderoll und der Six hat die letzten Worte. Ich habe wieder die letzten Worte. Und tschüss. Also, ciao. Tschüss.